Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Viele haben sich gewünscht, dass ich mal wieder ein richtiges Unboxing mache. Da kommt das ganz gelegen. Ich habe für meine Frau bei Amazon eine Android-Box geholt. Die fand ich so vom Design ganz interessant. Und 2 GB RAM, 16 GB internen Speicher. Ein S905W Quad-Core-Prozessor ist drin. Also von daher, sie macht ja sowieso nicht viel damit. Habe ich gedacht, da lohnt sich doch jetzt mal wieder ein Unboxing. Da werde ich dann ein Hardware-Video machen, wo wir uns die Hardware dann noch angucken. Und ein Hardware-Check, wenn wir sie anschließen das erste Mal. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich auch Videos machen, wenn ich sie das erste Mal einrichte. Ich werde ja Kodi machen und so für meine Frau. Und dann hier das Ding in die neue Wohnung. Also wird erstmal wieder verpackt, bis meine Frau ihre neue Wohnung hat. Und dann wird das da gleich angeschlossen. So. Fangen wir erstmal an. Das ist Android TV, steht hier drauf. Aleppo. Ich glaube, ihr habt eine Stadt, die so heißt. Aber hier Aleppo. Smart TV Box. Und hier sind, oh, ach so, hier kann so ja Voice. Android TV Box, hier Voice. Und dann halt 4K Ultra HD, Gmail, OTA, Bluetooth. Ein Android-Zeichen ist drauf, Facebook, Google Play Apps, Google Play Musik, ne, Filme, ist abgebildet, Stalker, weiß ich nicht, was das ist, Netflix und YouTube. Wir haben sie in schwarz. Ach, das gibt sie auch in bunt und mit einem Smiley drauf. Also, ich hoffe, ihr könnt das halbwegs so ein bisschen erkennen. Bei mir ist wohl mit Smiley angekreuzt, eigentlich habe ich schwarz bestellt und auf der Box ist auch schwarz drauf, also denke ich mal, ist die schwarze. So. Android 7.1 ist drauf. Moment, Leute, ich muss mir mal meine Brille holen, weil das ist so klein geschrieben. So. Android 7.1, Android TV. Videodecoder hat da hier wieder einen ganzen Arsch voll. Ich glaube, ich muss euch das nicht alles vorlesen. Nur ein paar hier 4K. H265 MPEG 1234. H264. HD. AVC. Nur um ein paar zu nennen, das sind natürlich DivX und so ist auch noch mit bei. Musik, MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ACC und. Bilder wird auch alles unterstützt. Die JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, Language, Chinesisch, Englisch, German, Japanisch, Korea etc. 24 andere Sprachen. Support, OTA, Update und 4K 30 FPS wird unterstützt. H265, AVI und dann stehen wir hier Haufen Codecs, die uns jetzt eigentlich eher nicht interessieren. Würde ich sagen, das reicht erstmal, wann? Dann könnt ihr das sehen, da steht wirklich viel drauf. Jetzt geht's ans Auspacken. Ah, hier steht es auch nochmal vorne, auf der Seite steht auch nochmal drauf. 4-Core CPU, 5-Core GPU, 2 GB RAM, 16 GB ROM, 2,4 GHz, also unterstützt nur die 2,4 GHz Wi-Fi, also WLAN. H265, unten drunter steht dann HEVC, HDR und OTA. HDR würde ich mir jetzt nicht so viel drauf einbilden. Das steht bei den Geräten allen mit drauf, aber ob es denn das auch macht, das ist dann halt immer die zweite Frage. So. Haben wir hier ein User Manual. Oh, das Menü sieht geil aus. Und hier steht auch erklärt, wie man was anschließt. Brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil wir wissen ja, wie man es anschließt. Ein LAN-Kabel kommt daran. Ach so, wir können so ja ein AV-Out hat er auch. Wir können so ja an ältere Fernseher ranmachen mit Cinch-Kabel.
HDV, also das ist ein HDMI-Kabel. Aber oben steht irgendwie Optical. Also ich habe auch kein Optical jetzt hier hinten an der Skizze gefunden. Dann können wir eine Micro-SD drin machen und zwei USB. Ja, bin ich mal gespannt. Ich packe erstmal alles aus und dann gucken wir uns jetzt nach und nach hier alles an, was hier in der Verpackung drin ist. Würde ich mal sagen, oder? Damit sind wir eigentlich die letzte Zeit immer ganz gut gefahren. Das war's. Mehr ist hier nicht drin. Können wir noch schnell zupacken hier. So. Dann haben wir einmal die Fernbedienung. Ach, da ist der USB. In der Fernbedienung ist ein USB. Da wird die Fernbedienung über USB gesteuert, so wie es aussieht. Aha. Okay. Das gucken wir uns dann nachher im Hardware-Video dann genauer an. Dann haben wir ein HDMI-Kabel. Gucken wir auch im Hardware-Video dann genauer. Ein Stromkabel, gucken wir auch dann genauer. Und die Box. Können wir schon mal auspacken. Ach, die sieht aber süß aus. Also vom Optischen finde ich die ganz gut. So. Clean und schnucklig. Aber alles weiter würde ich sagen, wo wir uns denn mal die Anschlüsse und so angucken. Das machen wir gleich im Hardware-Video. Und auch wie lang der Kabel ist. Ich weiß, das ist das Kabel. Und danach werden wir sie mal anschließen. Ich bin mal ganz gespannt, wie sie laufen wird. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis gleich. Ahoi. Sagt euer Odin.